Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Ich habe einen neuen Zauberspruch und ich glaube, der ist OP. Konfingo. Der geht auch sehr weit. Vielleicht musst du bis Level 13 craften, dann gibt es erst wieder einen Haufen. Okay. Hallo Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo Ominous. Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der 5. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Vergreif dich mal nicht im Ton. Ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Tunnel. Ich bin Lord Voldemort. Lüg nicht. Na, niemand gut. Stößt Verstehst zufällig du auf diesen Raum. Ich bin der dunkle Wirt. Sebastian dachte, hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fick helfen. Ich fick mein dich, Vater wenn ich du, wenn ist mit dem ich Schulleiter will. Befreundet. Verstehst du das? Ich habe keine Scheu davor, das dein Vater auszunutzen. Ist mit dem Schulleiter befreundet. Dein Vater ist dein Vater. Nummer 8 auf er der Liste. Deine du Hilfe wirst nicht. Sterben. Verstehst du das? Avada Kedavra. Dafür wird sie fick dich. Du wirst sterben. Professor Fick? Revelio. Professor Fick. Wo ist Dick? Gut, Maclan. Ich hatte gehofft, sie zu sehen. Gut, Maclan. Sie sind zurück. Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Also beklauen wir gerade dabei sind. Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ich habe etliche Nachrichten von Professor Blacks Hauselfen Scrope erhalten. Scrope schickte Ihnen Nachrichten? Ja. Dumm. Das kam mir auch seltsam vor. Er bat mich, ihn zu treffen und sagte mir dann, ich solle den Toast. Warum sollten Sie Toast mitbringen? In eine Höhle unter dem See. Dort fand ich Richard Jackdaws Geist. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten. Ja, und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Und das war die ganze Zeit hier unten. Jetzt wird's ernst? Professor Fick, bitte. Bitte. Sieht vielversprechend aus. Hilfe! Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Mein Zuhause! Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fick. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der 4 Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung. Die Suche nach dem Raum, das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren Sie vieles.
Das braucht Zeit. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Ja. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Er kommt mir bekannt vor. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig. Diese Hauptaufträge an. Gib mir Level. Gib mir Level. Kannst du mal klauen? Dich töte ich doch schneller als ein Mondkalb. Nee, warte mal. Wenn das nicht Nora Treadwells kleines... Protego! Alter, bitte, Digga. Du solltest Contringo! Akio! Peliamo! Incendio! Du Contringo! Protego! Du! Akio! Peliamo! Incendio! Alter! Mittlerweile bin ich so ein dunkler Lord. Die Karten sind jetzt sicher. Mittlerweile bin ich echt ein dunkler Lord. So, reden wir mit mir. Wir sind nicht allein. Nein. Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend. Aber oh Gott, es wird so krank. Sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. Mechanicus Total. Hier muss es Mechanicus Totalus. Wenn ich Fieg oder dieses Kind wie. Revelio. Das wird nicht funktionieren, oder? Mechanicus Totalus. Schön, dass du mal vorbeikommst. Wer jetzt macht? Contringo. Endlich mal jemand anders als Sebastian. Bring es hin. Revelio. Ich werde dich. Ich werde dich. Protego. Du wirst bluten. Ich werde nicht bluten, Bro. Ich breche den Zauberstab und vergiss nichts. Alter! Ja. Komm, trink! Ich werde deine Tote rächen. Ins Himmel. Akio. Vollkommen erwerblich gemacht. Akio. Akio. Ich werde nicht ruhen. Alter, Professor Fig ist geil. Sie ist verschlossen. Cool. Hallo, Professor. Sagten Sie Senbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen.
Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt. Gib her. Wie die, die sie schon gesehen haben. Alte Magie, ich brauch das. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Aber da geht aber. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fix sie nicht begleiten kann, sehen er und ich sie später in der Kartenkammer. Oh, jetzt muss ich alles allein Merken machen. Sie sich das Bild. Professor Fix. Wir müssen herausfinden, woher Ranrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Wir sehen uns in der Kartenkammer. So. Jetzt muss ich alles allein machen. Finde den Eingang zur ersten Prüfung. Oh Gott. Ein Speicher alter Magie. Unten. In der Nähe des Eingangs. Reveal. Noch mehr Spuren alter Magie. Es wird krank. Das hat mir gerade noch gefehlt. Okay. Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Warum immer auch mehrere auf einmal? Ich verstehe es nicht. Protego! Ich weiß ein Ei auf ihn. Ja. Incendio! Confringo! Das ist was Bombe. Protege! Stufe! Expelliarmus! Okay, das sieht stark aus, was ich spiele. Mit einem Plan. Und nicht wieder die Dinger. Kommt mir bekannt vor. Ja, kommt mir bekannt vor, die Scheiße hier. Akio! Der dunkle Wirt. Ich bin der dunkle Wirt. Akio! Ich weiß nicht, wie ich da hinten hinkomme. Ach so, als ob das geht. Nee, Besen geht nicht. Wäre auch zu schön. Ich sag's euch, das wird nicht gehen. So. Die Kiste geht auf euch. Ich hab's euch gesagt. Okay. Woher soll man das wissen? Ich dachte, man muss die vorher schon bekommen. Schal der Wüstennomaden. Und die macht nicht mal ein Upgrade. Ist das geisteskrank. Mehr Statuen. Oh. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Alter. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Ich bekomme hier nichts geschenkt. Guck mal, was ich mittlerweile für ein Lord bin. Okay, und jetzt kann ich da rüber. Nee, warum steckt er fest? Accio. Komm ich da rüber, Chat? Ich soll jetzt nochmal ins Portal laufen. Eli, durch den Portal wegen der Brücke. Ich bin doch schon 50 Mal durch dieses scheiß Portal gerannt. Schon die ganze Zeit renne ich da durch. Hier, und jetzt?
Was ist? Was ist? Es hat eine Auswirkung, ob du vorne oder hinten durch das Portal gehst. Diese Nuttenportale. Ich will nur Leute abmurksen. So, jetzt ist da was. Akio! Viel zu spät für sie. Revelio. Revelio. Ohne Witz, ich hasse ihn. Nein, bitte nicht. Bitte kein Portal. Bitte kein Portal. So. Macht es Sinn, hier durchzulaufen? Mann, ich will doch einfach nur zocken. Gleich kracht's wirklich. Ich will nur zocken, Mann! Wieso? Ich will nicht überlegen. Was für Portale? Was denn für Portale, Bro? Was für Portale? Das ist jetzt wirklich... Nein. Ich werde diese Scheißkacke hier beenden. Das kann nicht wahr sein. Ich will nur Leute abmurksen. Ich will nichts mit Portalen. Professor Fick, dein Vater ist ein Hurensohn. Warum kommst du nicht mit mir? Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Warum kommt der Bastard nicht mit mir? Ihr sagt, es macht Sinn, durchs Portal zu gehen. Ich gehe da durch. Wo ist da eine Treppe? Spring runter und zieh dich mit der Platte so weit nach links, bis du vom Portal stehst. Dann ziehst du dich an dem von dir an und läufst durch. Was? Portale sind der größte Nuttensohn, den es gibt. Mach auf. Gib her. 5-mal Megatank. Ja, den brauche ich auch. Und jetzt gib mir einen verfickten Endgegner, den ich kille. Ich kann besser kämpfen. Kommt her, ihr Bastarde. Ich bin so das sauer. Das gefällt mir gar nicht. Ja, fickt euch. Fick dich. Vater! Ich bin Jamos! Komm her! Schnell! Ja, okay. Ihr seid die Besten. So. Ist das? Okay, das ist ein Bastard. Alter. Fick dich!
Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Excellium. Contrinkum. Incendium. Nein, ich auch. Excellium. Contrinkum. Zwei von zehn? Bro, das geht nicht. Zwei von zehn. Wie lange sollen das da gehen? Na, endlich. Ich glaube, das war jetzt die Prüfung. Bitte, lass es die Prüfung gewesen sein. Ich will endlich Avada Kedavra können. Einmal. Witzig, die Mission habe ich auch gerade vor einer halben Stunde gemacht. Bro, es kracht und pfeift. Weebers, wie lange dauert die noch? Ja, aber warum? Mit diesen Portalen. Diese Portale, Bro. Diese Portale. Es ist 2.17 Uhr, ich kann das nicht. Ist fertig? Diese Portale haben mich so gebrochen. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist die jetzt schon wieder bemerkenswert. Was ist denn? Die Sucht, Eli, es bricht dich, es bricht mich wirklich. Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her, aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Ich auch. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Mama, die ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend. Mit der Magie, die sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Ist der größte Wichser, lässt er mich alleine. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Ja, guck mal, das ist auch ein Stinkstiefel. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich glaube, sie ist böse. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Und das ist es jetzt? Das ist es jetzt? Du sprengst den ganzen Laden in die Luft, ich sag's dir jetzt. Du bist der dunkle Wirt. Hm. Noch eine Erinnerung. Cool. Hä? Und jetzt raus hier. Oh Gott. Du bist ein Fixer, Professor Fick. Contrinkum! Und jetzt kommt der Wichser auch noch. Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fick. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor. Wir haben Sie im Denkarium in Gringotts gesehen. Mit Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Oder 14 Ingame-Stunden. Ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Lass den Hut weg, Charles. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Nein, ich werde nicht noch eine Prüfung. Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Ja, ist sprechen. Auch cool, dass so lange dauert. Hm? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor Professor Fig sind nicht nur vor St. Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Hm,
Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Ja, bitte, bitte. Bevor Sie gehen. Was? Was willst du? Contringo! Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Was für ein Stoff? Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Das gelobte Land. Jetzt ist mir alles in Brand stecken. Ist das geil. Und jetzt gib mir Punkte, gib mir EP-Punkte. Gib her. 260. Ich bin immer noch Level 12. Und ich sage euch die Taktik. Man muss mehr Sidequests machen, damit du. Ich sollte Sirona in den drei Wesen nach dem Kobold fragen, mit dem sie am Tag des Trollangriffs gesprochen hat. Main-Leveln. Das ist der Call. Mach Platz, Mann! Geh mir aus dem. Ja, passt. Bin dran. Es sieht alles so aus, wie es aussieht. Wie im Film. Professor Sharp, rede mit mir. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Depulso. Mal sehen, wie sie sich machen. Noch Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Ich bin der dunkle Lord. Ich brauche keine Konzentration. Hier, Depulso drin. Was mache ich denn damit? Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht Rebellion. Sie lassen Kameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. Was kann ich damit machen? Depulso. Wehrt viele Arten von Objekten und Gegnern mit beachtlicher Kraft ab, obwohl es keinen direkten Schaden bei Gegnern können Gegner und Objekte gleichermaßen zerstörerisch folgen, aufeinander gesteuert werden. Ich kann die weghauen. Depulso ist nichts gegen Crucio. Ja, aber ich brauche das ja. Crucio ist mein. Ich möchte unbedingt Crucio. Impulso. Impulsgranaten. Gut gemacht. Danke, es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberer zu meistern. Kannst du den Wechsel hier auch weghauen? Kommt dabei, wie ich sehe. Nun, Wiederholung kann ein ausgezeichneter Lehrer sein. Depulso. Guck mir so, du Schwanz. Oh, ich wünschte, man könnte NPCs killen. Hier, rein da. Depulso. Willkommen allerseits. Mach doch einfach mal Sie Bruch. Haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Ja, der landet auf meinem Teller, wenn er so weitermacht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howard. Ich habe eine Freundin, Sweeting. Hallo, ich bin Poppy. Poppy Sweeting. Poppy. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Pop. Ich stelle mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Was soll ich denn jetzt mit dem machen? Ich soll den bürsten. Okay. Ja. Ja. Ich muss bürsten. Wie schön. Töte es. Ja viel wohl. Ich will es töten. Ich bin der dunkle Wirt. Er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Tierwesenfutter? Gib du ihr doch. Vergiften! Vergiften? Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Ey, das erinnert mich an Manni und Diego. Tatsächlich gibt es da jemanden, du bist Hufflepuff, du bist ein Muggelkind. Im Wald. Schlammblut. Was? Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte, im Wald? Soll ich besorgt sein? Ich bin nicht sicher. Worum geht es denn? Schon wieder? Warts ab! Ich verspreche dir, es ist nichts Schlimmes. Digga, die flirtet mit mir! Und jetzt rennt sie weg? Ich nehme nicht einfach jeden mit. Das war der Erste. Digga. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Digga, die will mich. Wo sind meine Zaubersprüche hin? Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Jetzt wird's Poppy, cringe. Wohin bringst du mich? Warum kann ich nicht? Ist es gesperrt gerade? Ja, deswegen Story gesperrt. Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Digga, ohne Witz, die flirtet, ne? Das ist krank. Jetzt kommt wieder irgendein unangenehmes Keine Gespräch. Keine Sorge, wir sind fast da. Cool. Es ist gleich da vorne. Was kommt jetzt? Ein Hippogreif. Ein Hippogreif. Das
ist Wolkenschwinge. Abschlachten. Ist sie nicht einfach wundervoll? Ruhig deinen Schnabel. Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Salamu alaikum. Verbeugen. Töne es. Es geht leider nicht. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Füttern und bürsten. Mann, ich will die nicht immer bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Naschis. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Naschis. Ruzio. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Ich hoffe nicht. Und jetzt abmuxen. Ich kann wieder abmuxen. Expelliarmus. Detulto. Auf die Liste. Wenn sie allerdings Informationen suchen, um Ranrok in Schach zu halten, ist Lodgok ihr Verbündeter. Lodgok? Wenn sie Lodgok finden, dann grüßen sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben. Digga, langsam. Aber bitte, ist wirklich... passen sie gut auf sich auf. Da heißt einer Gok wie Kok, einer heißt Dick wie Dick und manche nennen ihn auch Dick. Und da heißt einer Fick. Ist das geisteskrank. Hallo, schön dich außerhalb der Burg zu sehen. Nerv nicht. Gleichfalls, Amit. Nein, nicht gleichfalls. Willkommen im Eberkopf. Lodgok? Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein, eigentlich wollte ich mit ihm sprechen. Lodgok. Es geht um Ranrok. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um das ihn mir mal richtig ordentlich reinsaufen. Warum sollte ich ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Mein Bro, Lodgok. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Mein Bro. Kann ich mir hier einen reinsaufen? Ja. Oh, ich kann mir einen reinsaufen. Hast du noch einen für mich, Bro? Hast du noch einen für mich? Ich kann mir hier einen reinsaufen. Ich will 9. Gib mir 9. 5. Klasse und er ist schon am Saufen. Ich bin das Böse. Ich bin das Böse. Das Böse, Chat! Runterstoßen. Ja! Das Böse. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Lodgok. Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Ördkots Helm. Das Grab der Hexe. Oh, ihr könnt's krachen. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Och, ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Warum kommst du nicht mit, Lodgok? Expelliarmus. Bitte keine Portale. Mit Portalen kann ich nicht arbeiten. Bitte keine Portale. Revelio. Okay. Wer will hier aufs Maul? Gib mir hier den Sack. 28 Motten. Euro. Motten. Seltsam. Verbrennen. Motten brauchen Licht. Motten zieht Licht an. Guck jetzt, ohne in den Chat zu gucken, weil ich schlau im Leben bin. Ich muss die Motte hier hinbringen. Komm her. Lumos. Eine Fresse. Komm, wie schlau. Komm, wie schlau. Und das ist schlau im Leben. Und das ist wiederum schon wieder schlau im Leben. Gib mir das nicht mehr. Ja, schon wieder irgendeine Scheiße. Ja, ne, auch schon wieder eine Brille. Die Brille kann ich gebrauchen. Gesichtsbekleidung, Brille. Plus 7. Vene 1. Zack, bin drin. Schnappst du hier den Schmetterling und haust ihn hier rein. Bam. So spielt man dieses wunderbare Spiel. Schlau, einfach schlau. Revelio. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Den sollte ich Lodgok zeigen. Lodgok. Wetten wir, der steht hier gleich auf, der Kollege hier? Der Kollege wird gleich aufstehen. Es muss einen Öffnungsmechanismus für die Tür geben. Ich glaube, jetzt werde ich loslassen. Lord! Der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvor gekommen. Real 2-1. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Ranrok einschmeichelt. Satisfying, ne? Wie ich einfach den Besen raushole und wie ich den hier... Da sind sie.
Alter! Die Erschwinderin. Das war ein schwerer Fehler. Erstmal klauen. Das war es. Ich gucke zu. Das ist für Rookwood. Die Jagd beginnt. Was geht denn jetzt, Digga? Hier ist zu Ende. Ganz schön. Chill mal! Alter! Wieder da, wie ich sehe! Chill mal! Ich werde loslassen. Okay, loslassen. Lila Zauber. Bro! Also ohne Witz an alle, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Das ist wirklich nicht so einfach, dieses Game. Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Ach, ich hab den geklaut, den Helm, und bin da weggegangen. Schneller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Du hast den, ich hab den Helm. Ach, weil ich den geklaut hab, Bro. Ich hab den vorhin geklaut und dann bin ich gestorben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Ja, ja, Lord Viele Cock. Werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Lord Cock. Auftrag abgeschlossen. Utox Helm. Ich hab einen Helm. Das mit diesen Talenten check ich noch nicht ganz, um ehrlich zu sein. Ich hab 2 Talentpunkte. Zaubersprüche. Gegner in der Nähe eines mit Leviosa-Limit Ziels werden ebenfalls, ne? Konfringo-Treffer erschaffen kleine feurige Geschosse, die gegnerische Ziele anvisieren. Ja, anvisieren oder auch Schaden? Löse einen Zusatzstärke in deiner unmittelbaren Umgebung aus. Ja. Haupttalente vielleicht mal nochmal rein da. Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Perfekte Protego-Zauber sogar mehr. Das mache ich. Protego-Effekt. Der Mega-Power-Trank hat bessere Heilwirkung. Das ist auch gut. Noch 2 Level. Und dann kann ich einen der 3 verbotenen Zaubersprüche lernen. Crucio. So. Was ist das hier für ein Kartenspiel? Der die geringere Karte zieht, stirbt. Okay. Das ist voll der Loser. Wahrsagen. 3. Teil aus dem 3. Teil. Guck mal, das sind so kleine Effekte. Wenn du den Film geguckt hast, ist das jetzt zum Beispiel cool. Die, die den Film nicht geguckt haben, denken sich, hä? Warum gucken die in Tassen? Und danke. Wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von ihnen erwarten dürfen. Ja. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Verrückter Zauberer. Descendo. Neue Zauberfähigkeit. Sie haben den Dreh raus. Verursacht keinen direkten Schaden, aber Objekte und Gegner, die auf den Boden geworfen werden, erleiden erheblichen Aufprallschaden. Gegner in der Luft erleiden noch größeren Schaden beim Aufprall auf dem Boden. Okay. Wir haben den Dreh raus. Wann müssen sie aufhören, sich vorzubereiten? Er kriegt einen auf den Dülz. Gegenteil von Levioso. Ah, okay, ich verstehe. Wenn er in der Luft ist und dann. Ich verstehe. Levioso, Descendo! Aber dann fliegt er nicht so cool auf die Fresse. Doch. Willkommen zurück. Gib mir einen verbesserten Besenverbesserung hier. Ich weiß, 1000 Euro. Zu schätzen. Eine für mehr Beschleunigung und Geschwindigkeit. Oh, cool. Sie werden diesen Besen lieben. Danke. Das verspreche ich Ihnen. Da wären wir. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Danach, erinnert mich danach, die Schlösser zu lernen. Slytherins Nummer 2 ist. Hä? Ich bin Nummer 1, du Schlampe. Ich bin bereit. Endlich. Eine Herausforderung. Mann, ich war letztens 1,5 Minuten schneller als die. Was will die eigentlich von mir? Wenn ich gegen die jetzt verliere, 50er PSN Card. 100 sogar. Ich bin mittlerweile ein anderer. So, Meter mal. Ja, easy. Großartig. Easy going. Weil ich ein guter Zauberer bin. Bumm, fertig. Neue Bestzeit. Und jetzt, wie sieht's aus? Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Sir! Pass auf, du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Nichts, Gönner. Klingt so, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. An der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Wer war von deinem Talent verändert? Scheiße, dich. Das werden wir ja sehen. Ich hab's gelernt, Bro. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Ja, habe ich. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so.
Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. So, das ist jetzt wieder... bereit machen. Das ist einer von dieser roten Sorte. Das heißt, der macht gut Damage. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie... Ist der gut? Neuer Zauber freigeschaltet. Sehr gut. Der Ihre beste Rote ist das? Was? Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. Fügt Objekten und Gegner aus der Ferne einen Hieb zu und versuche beträchtlichen Schaden. Beträchtlichen Schaden. Wie schon erwähnt, kann Defindo vielseitig, aber auch gefährlich sein. Okay. Wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohomora. Und die Ausgangssperre? Hallo, Vera. Ausgangssperre? Mumpitz, Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Viel Glück und danke. Das ist eine Nervensäge. Aber ich habe den Spruch jetzt hier. Zack, zack, der wirkt mir, glaube ich, der wird sehr nützlich. Ich glaube, der ist sehr nützlich hier, der Mann. Zack. Ich glaube, der ist sehr nützlich. Ach, den kann ich einfach. Allohomora. Ach so. Ja, okay. Was muss ich erst machen? Nee, bitte nicht. Um Funken zu bewegen und... Nee, es kracht. Nee, ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Rot auf 5 Uhr. Da haben wir die nächste Hürde. Ist doch hier. Woher wusstet ihr das? Warum wusstet ihr 5 Uhr? Ach, sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Weil es da klackt. Revelio. Klassen dieses Jahr? Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Ach, wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangsplatte heran. Expelliarmus! Das sind Lehrer, ich kann keine Lehrer töten. Es kracht. Was machst du? Ich kann nicht abmurksen. Oder? Ich weiß nicht. Revelio. Ich kann niemanden gerade töten. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Oh nein. Oh nein. Also. Okay, ich glaube, ich kann's. Ich glaube, ich bin der dunkle Wirt. Revelio. Der dunkle Wirt. Oh, ja, chill doch mal. So, sprichst du mit einer Vertrauensschülerin? Ich bin auch Vertrauensschülerin. Das reicht. 50 Hauspunkte. Die campt. Das reicht jetzt aber wirklich. Wer ist da? Die Captain. Ach, Mika. So ein Quatsch. Vertrauensschüler sind immer im Dienst. Du Schlampe. Digga, die campen da. Was soll ich denn machen? Die campen. Die campen da die ganze Zeit. Wer soll da hin? Guck dir den Dummkopf an. Vertrauensschüler. Keiner mag Vertrauensschüler. Was bist du für ein Loser? Vertrauensschüler.
Oh. Spielstopp. Im Moment nicht, nein. Aber es gibt genug andere Gefahren, die sie zu mir bringen könnten. Professor Black weiß es wohl am besten. Nein. Aber die Schüler sind schrecklich enttäuscht, weil Quidditch abgesagt wurde. Huh. Ich wollte in dieser Saison ein paar Galeonen auf Hufflepuff setzen. Ja, dann setz doch auf Hufflepuff. Expelliarmus. Was war das? Geh dahin. Ich dachte, ich hätte was gehört. Oder nicht. Jedenfalls hatte ich große Hoffnung auf Hufflepuff. Die alte Troller. Ein majestätischer Troller. So, und jetzt weg hier. Ja. Yeah. Hallo, Mr. Moon. Wabbelt er mich wieder voll. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Ich wusste, dass ich mich an Sie wende. Gib mir mein EP. Schließe Hauptaufgabe ab. Noch eine Hauptaufgabe, Chat, dann kracht's komplett. Ein Talentpunkt Level 15. Und jetzt sind wir noch ein Level vom Fluch entfernt. Du musst Kruzi erstmal haben, also den Zauber. Reapers ist 26 und hat es noch nicht. Ich werde loslassen. Wieso hat er noch keinen Kruzi? Ich will nicht loslassen. Mickey hat ihn. Hallo, Bro. Hey, Bro. Bro, eine Frage. Wann krieg ich Kruzi? Mit Level 16. Ja, sag ich doch, Chat. Wenn ich Level 16 bin, kann ich Kruzi machen? Ja, du musst weiterkommen in den Nebenquests, in den Hauptquests und dann kannst du mit Level 16 ungefähr kriegst du Kruzi. Also, okay. Was ist wichtiger, Hauptquest oder Sebo? Sebastian wird mir doch das beibringen, oder? Ja. Also die Sidequest. Sebo macht das. Ja, aber Sebo, manchmal ist auch so, also du musst Sebastians Pfad verfolgen und dann lernst du das. Also immer Sebastian, Sachen mit Sebastian machen. Aber du musst aufpassen, was du klickst, weil du kannst, wenn du falsch klickst, gehst du den guten Pfad und nicht den bösen. Du musst auch immer böse Sachen machen. Ja. Ich mach böse Sachen. Tschüss, Lord Voldemort. Wenn du was wissen willst, ruf an. Okay, mach ich, Bro. Gut, tschüss, Bro. Ciao, Bro. Lord Voldemort. Ich hab 10% vom Spiel, ne? Ist das krank. Ich muss mit Sebo was machen. Sebastian. Ich hab unser Abenteuer nämlich vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich unten im Unterrichtsraum gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Hab ich schon gelesen? Vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du, dein Verbrechen zu mir zu besuchen? Ich mache mich bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich Hogwarts. Übrigens hoffe ich, da kommt Explosionszauber gut zurecht. Er ist und bleibt einer meiner Lieblingszauber. Ich treffe mich jetzt mit Sabo. Der Mann hier. Wird den Fehler seines Lebens begehen. Er bringt mir Avada Kedavra und so brei. Und damit werde ich dich umbringen. Zeig mir die unverzeihlichen Flüche. Bitte. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Wirklich die Schwester, ne? Von der habe ich schon so viel gehört. Aha! Sebastian, wo bist du? Ist das das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Hä? Nice. Das, kennt ihr das, wie unangenehm ist es, wenn ihr bei eurem Kumpel seid? Tut mir leid. Das und dann streitet er sich mit den Eltern und du weißt gar nicht, was man machen soll in real life? Moment. Armer Sebastian. Leute, so starber. Digga, ich hab mich hier mit deiner ganzen Familie unterhalten. Warum? Ich will endlich, dass du mir Avada Kedavra beibringst. Sie ist meine Schwester. Deinem Familienproblem mit zu tun haben. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Sehe ich hier aus wie so ein Psychologe? Ich will, er versucht es, er ist zu weit, ist mir scheißegal. Ah, könnte krachen. Sebastian, da! Hä? Da wird wieder ein Rätsel. Es kommt wieder ein Rätsel. Ich kann das nicht. Der hat auf jeden Fall eine hässliche Handschrift. Ich sehe... Ja, ich sehe... Was hilfreich ist in der Nachricht? Ja. Ein Runensymbol. Ah, okay. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Merlin Bande haben dort gesucht. Mit einem Sub im Zweiten gesagt, dass und er schreibt bei meinem Bart. Talent!
Level 16. Und ich kann das Böse in mir spüren. Ich bin jetzt in der Lage, rein theoretisch, Crucio zu lernen. Das ist es auch nicht, das ist es auch nicht. Oh, im Schatten der Blutlinie? Sprich mit Sebastian! Ich brauche Crucio. Bitte, rede mit mir. Künste sollten gemieden werden. Bitte, rede mit mir. Das ist zu riskant. Mach dir bitte einen Zauber. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Hast du schon? Oh, ich bin anderer Meinung. Das ist so cool. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Kryptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt. Ja, bitte. Also hält er sich fern. Bitte. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Mich interessieren die dunklen Künste. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Bitte. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich will's gar nicht wissen. Ich verstehe. Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. An deiner Stelle würde ich Details wissen wollen. Interessiert mich nicht. Oh. Es interessiert mich durchaus. Und du kannst mir auf jeden Fall vertrauen, wenn du etwas erzählen willst. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Bitte, bitte. Ja. Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch. Ja. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Ja. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ja. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Bitte, ich will lernen. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass Muggel. Er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich will auch Muggel quälen. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte. Ich bin Muggelquälen, Sebastian. Er hat sich immer noch nicht verziehen. Arschig antworten. Das ist grauenhaft. Aber egal unter welchen Umständen, er hätte das nie tun dürfen. Er hätte es besser wissen müssen. Glaub mir, es ist gar nicht so einfach klar zu denken, wenn du von Crucio getroffen wurdest. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Sebastian? Ich muss jetzt warten. Ich hab nicht falsch. Du musst warten. Das war nur ein. Das war nur Teil 1. Also soll ich jetzt was anderes machen? Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Was bist du für ein Loser? Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein. Stellen Sie es scharf. Selbstständig. Wir sind schon bei Nummer 9, Chat. Mittlerweile, der nächste ist Nummer 10. Fokussieren. Ja. Okay, ich sehe einen Stern. Cool. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Oh nein. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Oh nein. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Oh nein, bitte lass mich in Ruhe. Schön, dich kennenzulernen. Bitte lass mich in Ruhe. Habe ich Professor Schaar richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Du Loser. Ich kann dein Teleskop nicht nehmen. Das kann ich nicht annehmen, Amit. Du brauchst es vielleicht. Doch, wirklich. Nein, bitte. Ich brauche es nicht. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Mann, das ist ein Loser. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberung. Noch ein Wort, Amit. Und du bist Nummer 10. Noch ein Wort, Amit. Danke, Amit. Gern geschehen. Oh, sicher. Rebellion. Nur nicht so. Ja, Platz. Sauber, wie ich erwartet hatte. Okay, Nummer 10. Nummer 10. Amit, du bist Nummer 10. Er hat sich selber ausgesucht. Digga, Online-Modus wäre so geisteskrank. Wie kamen Sie mit den Aufgaben? Online-Modus wäre so krass. Ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Dejan und Mikroanal, danke für die Subs. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, Professor. Das freut mich. Da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius, achten Sie auf Ihren Zauberstab. So. Glacius, was macht er? Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Friert gegen einen und erhöht den Schaden, den Sie durch Folgeangriffe erleiden. Oh, das ist sehr cool. Glacius, Befindung. Sie lernen schnell.
Lazio! Kommt, bringt uns! Es wird stiller! Aber üben Sie nur weiter. Gib mir erstmal dein Geld. Vorgescheuchte Hut. Gib mir alles, was du hast. Also, ja, komm. Was machst du denn hier draußen? So, den mache ich jetzt weg, dann bin ich Level 17, dann mache ich die Quest, dann mache ich das Ding da. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Ja, komm her. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Akio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Ja, so, ja, komm. Also, Akio. Okay, warte mal, kann der jetzt mehr oder was lernen da? Will mir lernen der erzählen, er kann was oder was? Übertriff das mal. Mach ich, du Noten. Akio. Beste Akio-Typ, den es gibt. Warum geht's nicht? Es gibt Schlimmeres. Akio. Ja, 10. Der kann Schnecken schlucken. Digga, das ist übertrieben. Warte mal, ich hab nie. Na los, Leander. Akio! Bleib stehen! Nein! Nummer 11. Ich bin jederzeit bereit. Nummer 11. Akio! Das war's auch schon. Und das war's auch schon! Ja. Nicht schlecht. Dein Vater. Gut, du hast mich besiegt. Das war's jetzt? Eligiello. 110 Punkte. Du hattest nur Glück. Nummer 11. Psst, hier drüben. Leise. Hör, hab ich gar nicht gesehen. Ist die dumm. Haltet das Spiel fest. Zentenstamm. Hey. Wolkenschwinge. Kennst du diesen Hippogreif? Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Wer ist auf deiner Liste Nummer 1? Fick. Professor Fick, der passt. Ja, perfekt. Verdammt. Ja, war so klar. Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach. Ja, es war klar, dass du nicht reinkommst. Rebellion. Benatti hält sich aus Ärger raus. Wer will ich, ja. Endlich mal hier jemanden, den ich kriegen kann wieder. Mal schauen, was deine Leiche in den Tasten. Komm, trink! Expelliarmus! Ein auf dem Dölz. Kann ich hier wenigstens mal ein paar Leute killen, Digga. Ja. Ich hoffe, dass. Du solltest Fuck hier. Komm, trink! Expelliarmus. Solltet das so etwas wie einen Anruf. Er schluckt alle Schnecken. Rebellion. Alle Schnecken schlucken. So. Wolkenschwinge. Alles ist gut. Ganz ruhig. Oh, hoffentlich ist es Stufe 1, Bro. Sonst haben wir ein Problem. Da seid ihr. Komm schon. Hallo, Humor. Oh, macht sie gut. Mach schon. Ah. Oh. Alter. Avada Kedavra! Ist das geisteskrank. Gute Besserung, dankeschön. Digga, chill! Mein Vorbild, der soll es mir beibringen. Nummer 12. Der wollte dich töten. Ist einfach eine Eule mit einem Pferd gemischt. Im Schatten des Studierzimmers! Okay. Es wird passieren. Sebastian will sich vor den Slytherin-Gemeinschaftsraum treffen, um mit dir über das Skriptorium von Slytherin zu sprechen. Triff dich mit dem Slytherin-Gemeinschaftsraum mit Sebastian. Voraussetzung Stufe 16. Belohnenden Crucio. Oh, bitte, Sebastian. Du bist hier. Klasse. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können.
Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Ja. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Bring's mir bei! Ich kann dir Crucio beibringen, ja, oder es gegen dich wirken. Bitte. Warte, du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Bitte. Ich will nicht wie Noctor Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Ich will machen. Ich will den Crucio lernen, aber du musst ihn an mir ausführen. Bring mir den Crucio aus, ich führe ihn an dir aus. Ja, bitte! Ich will den Fluch lernen. Am besten wirke ich ihn auf dich. Ja, bitte! Na gut. Wenn du das möchtest, um den Zauber zu wirken, hebe deinen Zauberstab und sage laut und deutlich, Crucio. Der Erbste. Halte so lange durch, wie du kannst. Crucio. Oh, ich lerne es, Chat. Guckt euch an, ich bin der dunkle Lord. Ich werde der dunkle Lord sein. Mein erster Unfall. Es ist soweit. Unverzeihlicher Fluch, der erste. Bereit? Oh, bitte, tu es ganz langsam. Bereit. Ja, tu es! Tu es! Lass ihn rein! Du Noten, Sebastian! Deine Familie! Du hast mit deiner Familie vorgelabert! Leider, sag meinen Namen! Ja! Ist das angenehm! Und direkt in die Liste rein! Alles in Ordnung? Stopp! Sofort in die Liste. Auf den ersten Spot. Bei beiden direkt. Bei beiden direkt rein.